Schnell, es ist schon viertel vor. Ich komme hier schon. Dann kann ich ja noch ein Wörtchen sagen über das, was mir im letzten Jahr passiert ist. Die Frauen meinen immer, wir Männer haben es leicht, aber das ist ein Irrtum, meine Damen. Der Mann ist ein sehr empfindliches, sehr zartes Instrument. Wenn ihr ihn versteht, wenn ihr ihn behutsam behandelt, hält er eine Ewigkeit. Aber wehe, wenn er ihn missbraucht. Wehe. Sie kennen das ja, meine Herren. Da hat man sich abgerackert, ein Haus gebaut, die Familie ernährt. Und eines Tages hat man auf einmal das wunderbare Gefühl, dass man es doch zu was gebracht hat im Leben. Das Geschäft geht wie am Schnürchen, die Kinder sind Gott sei Dank gut verheiratet oder gute Schüler und nun kann man sich auch mal was gönnen. Nun kann man endlich tun, was man immer wollte, wozu man aber niemals kam. Auf die Jagd gehen, schöne Bergtouren machen, so von 3000 Metern an aufwärts. Man geht auch hier unten schon wie auf Wolken. Man hat das Gefühl, man ist ein Mittelding zwischen Don Juan und Kolumbus. Und just in dem Moment kriegen sie einen am Schlaffittchen. Es war vor einem Jahr, auf den Tag genau. Ich kam mit dem Vorzug wie gewöhnlich, verspätet wie gewöhnlich. Es war so schönes Wetter, dass ich den Rest des Weges zu Fuß ging. Es war einer jener ersten warmen Tage, da alles zu neuem Leben erwacht. Ich fühlte mich unsagbar wohl. Ich merkte, wie glücklich ich doch war. Ein hübsches Haus, unbelastet, drei Kinder, unbelastet und eine schöne Frau. Elli! Guten Abend, Jungs. Papa. Wo seid ihr? Elli, ich bin da. Komme schon. Elli hatte auf einmal so was Strahlendes, so was Verklärtes. Stanley, warum kommst du denn so spät? Bin gegangen bei dem Wetter. Henley. Was denn? Du bist doch meine Frau. Du hast jetzt keine Zeit mehr, dich umzuziehen. Wir müssen sofort gehen. Wohin denn? Kay und Buckley haben uns für heute Abend zum Essen eingeladen. Kay sagt, sie haben eine große Neuigkeit für uns. Ach, da hat Buckley wohl den großen Auftrag bekommen. Was? Die Sache mit der Patentbereifung. Ich denke mir, wenn Kay sagt, eine große Neuigkeit, dann muss es was viel Wichtigeres sein. Was Wichtigeres? Das bringt doch einen Haufen Geld. Ich kann mir nicht vorstellen, was wichtiger wäre. Aber ich? Na, das wird sich ja herausstellen. Nach Tommy, nach Ben. Nach was? Kay hätte euch auch gebeten, aber dann würde es zu eng. Buckleys Eltern kommen nämlich auch. Sie kocht doch nicht etwa selbst? Mhm. Habt ihr einen Magenschnaps bei euch? Nein. Und haltet Rosalie nicht auf. Tommy, deine Witze werden immer besser. Stanley, bitte. Magenschnaps ist gut. Die hat heute Abend Ausgang. Und da will sie ins Kino. Ach, und lass den Abwasch nur stehen, Rosalie, sonst verpasst du wieder die Wochenschau. Und geh zeitig schlafen. Ach, und wenn der Teppichspritzer anruft, der soll morgen früh... Stanley. Was hast du denn bloß? Der Lenz ist da. Das merkt man. Wir kleben zu sehr am Alltag. Ist ja soweit ganz hübsch, aber wir müssen davon loskommen. Weißt du, dass du sehr schön bist, Elli? Aber Stanley. Du bist eine wunderbare Frau, Elli. Aber was habe ich denn von dir? Ich komme nach Hause und höre nur, dass wir einen neuen Teppich brauchen und dass der Wasserhahn kaputt ist. Tut mir leid. Nein, ich mache dir keinen Vorwurf. Ich finde, wir müssen verreisen. Weg von dem ganzen Trödel, hinaus in Gottes schöne Welt. Warum sollten wir nicht? Sind doch freie Leute. Genauso frei wie damals im ersten Jahr. Bevor Kay kam. Und jetzt sind wir nicht pleite. Fahren wir in Urlaub. Na, nun warte erst mal ab, was Kay uns zu sagen hat. Hawaii. Wie wär's mit Hawaii? Das ist genau das Richtige für uns. Mal sehen. Natürlich. Frühling in Hawaii. Mondschein auf Tahiti. Blütenrausch. Südseeromantik. Bling, bling, bling. Blingidi bling.
Ich rufe morgen das Reisebüro an. Man kann auch mit dem Frachter fahren. Da seid ihr ja. Na, Liebling. Ja, da war sie. Meine Kay. Mein Juwel. Ich konnte es immer noch nicht glauben, dass sie verheiratet war. Für mich war sie ein Kind, das Hausfrau spielt. Wie fühlst du dich? Wie sie sich fühlte, schau sie dir doch an. Hat noch nie so gut ausgesehen wie jetzt. Oh, danke, Paps. Ist er auch nett zu dir? Na, selbstverständlich. Hast du mich noch gern? Mhm. Reden wir nicht davon. Ah, da sind sie ja. Na, mein ich war an diesem Abend so ganz erfüllt von der Milch der frommen Denkungsart, dass ich auch meinen Schwiegersohn mit anderen Augen ansah. Mein Ideal ist er ja nicht. Aber ich gewöhnte mich an ihn. Na, Vater Benck, wie geht's? Nett, dass ihr da seid. Na, Abend. Kommt rein, was stehen wir hier draußen? Die Danzen sind schon da. Du, das wollen wir jetzt doch lassen, ist Vater Banks. Hm? Nenn mich einfach Stanley. Ist recht, Stan. Nein, nicht Stan. Stanley. Stanley? Ja. Ist recht, Stanley. Gehen wir mal Golf spielen, wir beiden? In Ordnung. Ach, Doris, ich kann dir nicht sagen, wie ich mich freue, dass ihr uns seht. Na, Herbert, wie geht's, alter Junge? Oh, so, so. So, so, siehst doch prachtvoll aus. Doris. Guten Abend. Was hat denn der alte Mann? Das ist der Frühling, der fährt ihm immer in die Knochen. Die Knochen und mir ins Gemüt, was, Elli? Ihr seid wohl furchtbar gespannt, Doris, was? Na, und wie? Große Überraschung. Na, Kino, sag's uns schon. Ich kann erst nehmen wir euren Cocktail. Na, du lass uns nicht so zappeln. Sag du, sonst backle, wir sind ja alle da. Oh. Ich hoffe, es ist das, was ich hoffe. Ich weiß, was es ist. Tolles Ding, was, backle? Ach ja, ich denke schon. Oh. Buckley, denen habt ihr schon gesagt und uns verschweigt ihr es? Nein, ich habe es geraten. So, das hat also geklappt. Was, dieser blöde Vertrag, das ist die ganze Überraschung? Oh, ein schöner Haufen Geld, der blöde Vertrag. Oh, und wir dachten, es wäre ein Baby. Ja, das habe ich fest erwartet und nun muss ich das hören. Aber Mams, das ist es ja, es ist ein Baby. Was, ein Baby? Ja, oh, Buckley, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, mein Junge. War das eine Aufregung. Kay wurde herumgereicht wie ein Wanderpokal. Buckley stand abseits. Er suchte sich ein bescheidenes Aussehen zu geben, aber er sah nur blöd aus. Ist das ein Glück? Ich grinste, aber ich hatte das Gefühl, da ist ein Haar in der Suppe. Ich wusste nicht wieso, aber ich wusste bestimmt, da ist ein Haar drin. Kinder, das ist die schönste Überraschung seit langen Jahren. Na, wie fühlst du dich, Opa? So, okay, du komm doch mal her. Opa, das war das Haar in der Suppe. Großvater. Erst stiehlt er mir meine Tochter und jetzt macht er mich zum Großvater. Ich habe ihr gesagt, sie soll zu Dr. Barnes gehen. Der hat sie doch von Kindheit an behandelt. Aber sie schwört ja auf diesen Dr. Laurel. Gottes Willen, November, da bleibt mir nicht mehr viel Zeit und ich habe doch noch so viel zu tun. Ben! Tommy! Was willst du von ihr? Ich will es Ihnen sagen. Ben! Tommy! Wacht auf! Ja, Ben, Tommy, hört ihr nicht? Wo brennt's denn? Was ist? Was passiert? Eine aufregende Neuigkeit. Kay bekommt ein Baby. Heute Nacht? Ach du, im November. Armer Buckley. Armer Buckley? Wieso armer Buckley? Du hättest ihn sehen sollen. Der ist fast geborsten vor Vaterstolz. Und als wir ihm sagten, wie glücklich wir sind, da stand er da, der Junge, und war so süß verlegen. War er nicht süß, Stanley? Süß zum Anbeißen. Oh, ihr Männer steckt ja immer unter einer Decke. Nach Tommy, geh nur schlafen. Nach Ben, arbeite nicht so viel. Gute Nacht, Ben. Gute Nacht, Tommy. Und, nicht gleich ein Rundfunkbenachrichtchen, hört ihr? Frau Dixon, bitte. Elli, was soll das, dass du die Leute mitten in der Nacht anrufst? Sie möchte bitte sofort Frau Binks anrufen, wenn sie kommt. Ich habe eine große Überraschung für sie. Ruth würde mir das nie verzeihen, wenn ich es ihr nicht gleich sagen würde. Du, ich denke, ich gebe eine Teegesellschaft für Kay. Das ist sehr vornehm und außerdem bringt es aber ihr Geschenke Elli, ein. Elli, deshalb brauchen wir das doch nicht gleich an die große Glocke zu hängen. Und schließlich ist das ja gar nicht unsere Angelegenheit, nicht? Stanley, was ist denn mit dir? Ich habe beinahe den Eindruck, du bist dagegen. Bin ich auch. Aber Stanley, um Himmels Willen, warum denn? Warum? Das will ich dir ganz genau sagen. Erstens haben sie nicht genug Raum für ein Kind. Die 2,5-Zimmer-Wohnung reicht ja nicht mal für sie, geschweige denn für Stanley. Aber sie können doch... Zweitens können sie sich kein Kind leisten, Kinder kosten Geld. Und je älter sie werden, desto mehr. Wie stellen die sich das eigentlich vor? Als ich ihn vorhin fragte, ob er den Vertrag hat, was sagte er? Nein. Und wenn du meinst, das beunruhigt ihn, keine Spur, steht da und sieht süß aus, süß. Ja, und so einer will Vater werden. Ha! Aber ich will dir was sagen, wenn der sich einbildet, dass ich das bezahle, da kann er was erleben. Ich bin ja kaum aus den Kosten der Hochzeit raus. Aber Stan, davon ist doch... ist das überhaupt viel zu früh. Zu früh? Wieso? Wieso? Nur weil sie noch viel zu grün sind, um ein Kind aufzuziehen. Kay ist doch selbst noch ein Kind. Kommt von der Hochschule, heiratet den ersten Besten, mit dem sie Kontakt hat, und schon hat sie ein Kind am Hals hängen. Jetzt hör mal zu, Stanley, ja? Ich bin von der Schule abgegangen, um deine Frau zu werden. Und weißt du noch, wann das war? Natürlich nicht. Die Trauung war am 4. September. Na und, na und? Na und, wann wurde Kay geboren? Am 21. Juni. Sehr richtig. Jawohl, während meine Mitschülerinnen im Abitur saßen, war ich zu Hause und kriegte ein Baby. Ja, ich weiß.
Ach, Stanley, ja. Ich sehe ja ein, Sie haben nicht viel Geld. Und nur eine kleine Wohnung. Aber fällt denn das wirklich so ins Gewicht? Ich meine, die Hauptsache ist doch, dass wir ein Enkelkind haben. Das ist doch geradezu ein Geschenk des Himmels. Ein Geschenk des Himmels? Ja, das fällt dir einfach zu, ohne dass du einen Finger zu rühren brauchst. Sieh mal, du hast keine Verantwortung für das Baby. Du hast nichts zu tun, als es lieb zu haben. Hallo, Ruth? Ich habe eine große Überraschung für dich. Stell dir vor, ich werde Großmutter. Ein Geschenk des Himmels. Ja, herrlich, was? Wir sind ganz außer uns. Ja, Kay hat es uns eben gesagt. Ihr schien das gar nichts auszumachen. Vielleicht sind Frauen anders. Aber wenn ich dachte, Großvater, was denn? Ich war doch noch derselbe, der so hoch hinaus wollte. Eine Welt voller Abenteuer wartete. Wartete nur auf mich. Und nun Großvater. Ich dachte an die Großväter, die ich kannte. Ja, das waren doch ganz alte Männer. Dieser zahnlose alte Knacker uns gegenüber. Dieser Klient von uns, dessen einziges Vergnügen es ist, Leute aus seinem Testament herauszustreichen. Dann diese späten Knaben im Club. Man muss ihnen den Puls fühlen, um festzustellen, ob sie noch leben. Nein, zu denen gehöre ich doch nicht. Ich bin noch nicht reif zum Einmotten. Was denn? Ich habe doch gerade erst angefangen zu leben. Höchstens, dass ich ein bisschen aus dem Training bin. Am nächsten Tag war ich in der Sporthalle. Ja, die nehme ich, die ist richtig. Danke sehr. Danke auch. An diesem Abend war ich wie im siebenten Himmel. Am nächsten Morgen war ich wieder Parterre. Oh! Den Buckley will dich zum Golf abholen. Oh. Was ist denn? Oh. Fehlt dir was? Oh, nein, ja, was? Nein. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, wo tut's denn weh? Überall. Oh, was ist denn? Was hast du denn nur gemacht, Stanley? Ich sag, Dr. Barnes, er möchte gleich rüberkommen. Nein, lass doch das, Ellie. Ich will keinen Doktor. Vorsicht, vielleicht ist der Blinddarm. Ach, was redest du da, Ellie? Ich habe ja gar keinen Blinddarm mehr, das weißt du doch. Dann also hol ich Buckley. Buckley? Wenn ich keinen Doktor will, dann will ich erst recht nicht Buckley. Aber Stanley, der Buckley kann dir doch vielleicht helfen. Helfen? Der und auch noch helfen? Ich brauche nichts als ein heißes Bad und 20 Pyramidon. Oh. Na schön, ich hole Buckley und mach dir das Bad. Buckley, Buckley, oh. Bald darauf gab Ellie die Teegesellschaft, die sogenannte Storchenbescherung. Eine Art von Straßenraub, die im Gesetzbuch fehlt. Hey! Dürfte ich bitte mal durch? Hey, hier, das hast du noch nicht aufgemacht. Oh, Rosalie, dass bloß keine Karten verloren gehen. Nein, Gretel. Stanley! Das ist ja fein, dass du so früh nach Hause kommst. Schau dir mal an, was Kay alles bekommen hat. Die Leute waren so nett. Jeder hat ihr was mitgebracht. Blieb ihm ja nichts anderes übrig. Ach, Stan, du bist manchmal so rüde. Komm nur rein, nö, Kay. Nö. Da hat ein Mann nichts verloren. Ach, Paps. Wo willst du hin? Willst du meine Beute nicht bewundern? Ja, nachher. Nein, wenn komm, ich mir so Stan, Dame... wenn ihr fertig seid, habe ich was Wichtiges mit dir zu besprechen. Ja. Ich bin in der Küche. Komm, ist komm. Du wirst staunen. Das sind Sachen dabei, so etwas Süßes. So. Komm, Paps, ja. Schau doch mal. Buckley war wieder mal Hahn im Korbe. Ich beschloss, ihn seinem Schicksal zu überlassen. So, da bin ich, Mams. Also, Stan, ich muss mit dir reden, bevor die Dunstons kommen. So. Schau mal, Stan, ich habe mir gedacht, im Herbst, wenn Ben auf die Hochschule geht, dann kommen wir uns hier im Hause sicher sehr verlassen vor. Mhm. Und da habe ich eine wunderbare Idee. So? Ja. Wie wäre es, wenn wir Kay und Buckley mit ins Haus nehmen würden? Bist du wahnsinnig? Aber was denn? Das ist ganz einfach. Also gib Acht. Wir richten in Kays früheres Zimmer als Schlafzimmer ein. Lassen eine Tür durchbrechen zu Bens Zimmer und das wird dann ihr Wohnzimmer. Dann verlegen wir Tommy ins Besuchszimmer.
lassen Verbindungstüren schlagen zum Badezimmer. Da hätten wir ein Kinderzimmer. Wand an Wand mit uns, da lassen wir auch durchbrechen, sodass wir, wenn das Baby schreit... Wird ja immer schöner, Ellie. Nein, ausgeschlossen. Nein. Stanley, das kostet nicht Nein. viel. Sicher nicht. Ich hatte den Architekten heute hier. Es wäre bestimmt das Beste für das Baby. Ja, und was das Schönste dabei ist, wenn Sie mal abends ausgehen wollen oder ein paar Wochen verreisen, das wäre dann kein Problem, dann also, versorgen wir es ja, eben. Ja, 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 also hör zu, Ellie. Ich kann schon verstehen, dass du deine Netze auswirfst nach diesem Baby. Aber ich sage nein, das haben wir doch alles schon gehabt. Nacht für Nacht, dieses ewige Schrei und was sonst noch alles dazu gehört, das will ich nicht nochmal durchmachen und schon gar nicht mit fremder Leute, Baby. Ich weiß nicht, was du willst. Ich fände es sehr schön, wenn wir hier ein Baby hätten. Du kannst dir das Kind ja drüben ansehen, wenn es richtig gewaschen und gebügelt ist. Aber hier kommt es mir nicht herein und damit basta. Aber du weißt doch, sie haben so wenig Wohnraum. Können sich eine Villa kaufen. Das können sie eben nicht. Ja, da liegt der Hase im Pfeffer. Stanley, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du nur so brutal sein gegenüber einem hilflosen Baby? Mams! Paps! Die Danzen sind da. Kommt doch bitte herüber. Ich muss die Mädels verabschieden. Ist gut. Komm, Stanley. Doris! Herbert, wir dachten schon, ihr würdet nicht kommen. Israeli? Dabei werden wir doch noch fehlen. Na, Opa Bex, wie geht's? Wo fehlst du denn? Ach, ich war gestern wieder turnen und da habe ich einen Muskelkater. Was turnst du auch? Wie? Nimm dir ein Beispiel an mir, frisch wie ein Fisch. Mein einziger Sport besteht darin, dass ich auf die Palme klettere, wenn mich mal was ärgert. Nein, aber dieses Baby, ich sag euch, das bekommt ihm fabelhaft. Das gibt ihm direkt ein neues Leben. Setzt euch, Rosalie. Oh, nein, jetzt nicht. Setzt du dich nur, Ellie, setzt du dich nur. Nun, sei mal nicht böse. Ich habe nämlich eine Überraschung für euch. Kay, Buckley, kommt her. Ich habe etwas für euch. Hier, stell das doch bitte mal weg, Stan. Sonst machen wir noch Scherben. Die auch bitte. Was ist das denn? Oh, das ist ein Bauplan. Ach, gib doch mal den Stuhl her, ja? Ein Bauplan für die Zukunft. Ein Bauplan fürs Lebensglück. Hier, Stanley, halt das mal runter, bitte. Und du hältst die andere Seite, Ellie. So, ihr beiden Küken, schaut euch das an. Was ist das? Das ist euer neues Heim. Unser Heim? Wie meinst du das? Das will ich euch sagen. Ich habe mir neulich unser Haus mal angesehen. Ja, und da kam mir eine Inspiration. Der ganze Ostflügel, das wäre eine prima Wohnung für euch. Also, ich rief meinen Architekten an und hier habt ihr das Resultat. Schaut mal her. Euer Herrenzimmer, euer Wohnzimmer. Küche mit Speisekammer und da drüben das Kinderzimmer, Zimmer für das Kindermädchen und euer Schlafzimmer. Und alles schön geräumig. Ellie war wie vom Donner gerührt. Sie sah, wie ihr das Baby aus den Händen glitt. Reicht das? Und was das Beste ist, ihr habt zwei Kinderschwestern im Haus, uns beide. Sehr richtig. Ja, Kinder, da staunt ihr, was? Ja, fabelhaft, nicht, Buckley? Ja, Vater, das ist 13 von dir. Ich hole jetzt den Tee. Also wohlverstanden, das lässt sich im Einzelnen noch einrichten, wie es euch am besten passt. Dies soll weiter nichts als ein allgemeiner Entwurf sein. Schaut her, zum Beispiel, wenn euch der Flur zu schmal ist, wird er eben weiter angelegt. Wir setzen uns an. Ellie, was soll das? Siehst du, das haben wir nun davon, dass du mir nicht erlaubt hast, sie ins Haus zu nehmen. Ich sehe das nicht ein, Ellie. Du machst mehr her mit diesem Baby als mit unseren eigenen drei Kindern Kannst zusammen. Du das nicht verstehen? Das ist die Zeit, wo Kay mich am meisten braucht. Ich hätte ihr gern so manches abgenommen. Hätte ihr so gern geholfen, das Kinderzimmer einrichten. Die Babywäsche aus. Na, von mir aus, Ellie, wenn dir so viel daran liegt, dann lass sie zu. Jetzt ist es jetzt zu spät. Jetzt ziehen sie zu Danzens und wir haben nichts von ihnen. Ach, Ellie, sei doch nicht töricht. Du hörst ja, was Doris Danzen sagt. Für Herbert ist das Kind eine solche Freude, dass er wieder jung wird. Für Herbert. Sie übernehmen das Baby mit Haut und Haaren. Ellie, das ist doch lächerlich. Hör auf damit. Du stellst dich an. Ja. Das war ja gut gemeint. Zu lieb von dir. Und wir werden dir auch immer dankbar dafür sein. Aber sieh mal, ich denke, es ist besser so. Wir wären euch auch nur im Weg gewesen. Tut mir ja leid, dass du dir die Unkosten gemacht hast, Vater. Aber das konnte ich nicht ahnen. Habt ihr es denn schon bezahlt? Nun, wir haben immerhin die Hälfte angezahlt vorigen Sonntag. Ja. Was denn, Key? Ihr habt ein Haus? Ich hatte keine Ahnung, dass du so viel Geld hast, Buckley. Doch. Das heißt, ich habe eine Hypothek von der Bank. Eine Hypothek? Ja, was ist denn dabei? Ich hatte bis vor kurzem auch eine Hypothek auf dem Haus. Nun, erzähl mal von dem Haus, Kay. Wo liegt es? Weit draußen in einem neuen Vorort. Ganz reizend, nicht, Buckley? Ja. Gerade so viel Raum, dass man es leicht in Ordnung halten kann. Mit einem süßen kleinen Garten fürs Baby. Unser Nachbar ist ein Freund von Buckley. Ist es möbliert? Nein, möbliert nicht, aber ich denke, wir können Rohmöbel kaufen. Und ich könnte sie dann streichen. Nein, Kay, du rührst mir keinen Finger. Du hast überhaupt nichts dabei zu tun. Das überlass nur mir. Schließlich, wozu bin ich deine Mutter, wenn ich dir nicht mal deine Wohnung... Ellie war wieder in Fahrt. Ich mache nicht alle Einkäufe. Du brauchst mir nur zu sagen, was du brauchst. In den nächsten Wochen holte ich sie abends in dem Häuschen ab, wo sie den ganzen Tag über schuftete.
sehen, was Sie machen. Du siehst gut aus. Ja, findest du? Nein, Kay, das gibt's nicht. Du bleibst schön an der frischen Luft. Ist schon vorüber. Was war denn? Ach, das kam von dem Farbgeruch. Und meinst du, der ist jetzt weg? Stan, gib auf sie acht, bis Buckley sie abholt. Der muss jeden Moment kommen. Gehen wir in den Garten. Ist mir gar nicht recht, dass Mams so viel macht. Ach was, da ist sie doch in ihrem Element. Wo setzen wir uns hin? Da drüben. Da? Mhm. Ist das Haus nicht nett, Paps? Gerade das Richtige für euch. Hilas sagen, sie hätten es niemals verkauft, wenn es ihnen nicht so eng geworden wäre. Ach, das gehört wohl Bobby Hiller. Das schicke ich ihm nach. Du, Paps. Ja? Als sie das erste Kind bekam, wie war dir da zumute? Och. Wurde da was anders zwischen dir und Mams? Und ich meine, wie hast du dich da gefühlt? Na, wie immer. Na, wirklich? Ach, wie sollte ich mich schon fühlen? Zunächst kam ich mir nur reichlich überflüssig vor. 2 Jahre lang war deine Mutter nur für mich da und nun warst du auf einmal die Hauptperson. Da hast du mich gehasst, was? Och, so schlimm war es nicht. Kritisch war nur die erste Nacht, nachdem du ins Haus kamst. Ja, ich weiß noch, wie Mams dich mitbrachte, dich fütterte und ins Bettchen legte. Dann sind wir wohl noch 20 Mal zu dir hineingeschlichen, um zu sehen, was du treibst. Wenn du weintest, hatten wir Angst, du wärst krank, und wenn du still warst, hatten wir Angst, du wärst tot. Ich habe noch lange gelegen und mich gefragt, wie kommen wir nur dazu? Wir könnten doch ein wunderbares Leben führen, frei wie der Vogel in der Luft. Nun waren wir gefesselt. Gefesselt an 6 Pfund quäkendes Menschenfleisch. Ob allen Federn so zumute ist? Ich weiß es nur von mir, Kätzchen. Am anderen Morgen in aller Herrgottsfrühe brülltest du los und hörtest nicht mehr auf. Während deine Mutter in der Küche war, um die Milch anzuwärmen, versuchte ich, dich zu beruhigen. Ich hielt dir den Finger hin und du griffst ihn. Griffst ihn mit solcher Kraft und hast mich nie wieder losgelassen. Hoffentlich wird Buckley auch so damit fertig. Musst ihm ein bisschen um den Bart gehen. Dass er meint, er gehört immer noch zur Familie. Danke. Ach, da ist er ja. Hallo, Buckley. Na, wie geht's dir, Herrchen? Buckley. Ah, Sie da. Guten Abend. Guten Abend, Buckley. Nun, was für Wunder haben die heute vollbracht? Ach, das zeige ich dir morgen. Frag doch schnell los, sonst kommt ihr zu spät. Ich könnte dir doch helfen. Dir nicht helfen, Mann. Natürlich. Nein, nicht notwendig. Vater und ich schließen ab. Also viel Glück. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Papa. Guten Abend, Stanley. Wo wollt ihr denn hin? Sind eingeladen. Stan, komm, ich muss dir was zeigen. Wie gefällt dir das Grün? Ist das nicht wunderbar getönt? Wir verwenden es hier, in der Diele und überall. Und für dazu natürlich passende Vorhänge. Da habe ich heute einen Gelegenheitskauf gemacht. Ein Rest. Guck dir das an. Das reicht für alle Fenster. Und dieses fürs Schlafzimmer. Auch spottbillig. Du kannst stolz auf mich sein. Buckley's Etat wird nicht überschritten. Das macht Freude, sag ich dir. Bloß eins wurmt mich. Mit dem Kinderzimmer haben wir nichts zu tun. Ich könnte heulen vor Wut. Wieso? Das macht Herbert. Bunsen? Er war so enttäuscht, weil sie nicht zu ihm ziehen. Und da hat er sich vorbehalten, wenigstens das Kinderzimmer einzurichten. Er besorgt ein Körbchen, ein Bettchen, ein Laufgitter und ich weiß nicht was noch. Und wahrscheinlich alles in 14-karätigem Gold. Was schenken wir dem Baby? Stan! Warum denn so überrascht? Denkst du, es kriegt kein Geschenk von mir? Na, dann will ich es dir gestehen. Ich habe mir heute was angesehen. Das wäre ein wunderbares Geschenk. Das bringt man hier an, dann hält es die Luft rein und regelt die Temperatur. Das würde sehr gut hierher passen. Ist bloß sehr kostspielig. Und wie nennt sich das? Habe ich nicht drauf geachtet. Aber es reicht nur so weit ins Zimmer hinein. Wo hast du das gesehen? So, das Geschenk finde ich schon wieder. Also pass auf. Hier stellt man den Apparat ein und dann reguliert er die Temperatur und reinigt die Luft. Nicht wahr? Kein Staub mehr, kein Ruß, nichts. Patent nicht, war Ellis Idee. Kriegt das Baby sicher keine Polypen wie unsere. Ja, ja, das ist fabelhaft. Aber nun schau mal her. Das muss ich dir zeigen. Das Ding hier, das wird angestellt und dann bleibt es neben dem Bett. Und dann kannst du gehen und die Tür schließen. Und wenn er schreit oder nur mal etwas unregelmäßig atmet, das kannst du hören, überall im ganzen Haus. Nein, na, das ist ja was für die Damen. Und hier, der kombinierte Bade- und Wickeltisch, schau mal. Hier, ist das nicht niedlich? Du, was soll hier denn der Wimpel? Ach, die Harvard-Universität, da habe ich studiert. Daran soll er sich gleich gewöhnen. Gleich gewöhnen? Ja, ja. Ich habe ihn vorsichtshalber schon vormerken lassen für das Jahr 1973. Mhm. Ich war ja auf der Columbia. Oh, die ist auch ganz gut. Aber sieh doch mal, die Badewanne, ist die nicht niedlich? Auch ganz gut. Auch ganz gut? Wir haben euch 3-mal hintereinander im Fußball geschlagen. 1947, 48 und 49. Und dieser werden wir wohl wieder. Und wir haben euch 5-mal hintereinander im Hockey geschlagen. Und unsere Bobmannschaft ist wahrscheinlich die beste Bobmannschaft in der gesamten Geschichte des Bobs. Und Ellie hat frischen Kaffee gebrüht. Auch ganz gut. Du, das ist eine der witzigsten Bemerkungen, die du je gemacht hast. Dafür ist die Harvard-Universität aber bloß nicht wissenschaftlich. Ja, wissenschaftlich auf der Höhe.
Na, wie gefällt dir unser Kinderzimmerchen? Ist es nicht bezaubernd? Bezaubernd? Ja, und was das Schönste ist, das meiste von den Sachen reicht ewig. Die Regale zum Beispiel. Als Kind kann er seine Spielsachen hineinstellen, dann seine Schulsachen und Tennisschläger. Elli hatte recht. Die hatten das Baby mit Haut und Haaren kassiert. Oh, danke schön. Du, ist die Platte nicht schön, Paps? Hat Mutter Dunstan mir geschenkt. Die ganze Mappe. Ja, denn ich weiß noch, wie ich Buckley erwartete. Da habe ich furchtbar viel klassische Musik gehört. Tja, ja, darum pfeift er auch so gut, nicht wahr? Du hast ihn doch schon pfeifen gehört. Nein, noch nicht das Vergnügen gehabt. Oh, dann muss er dir mal was vorpfeifen. Ja, das muss er. Das muss er unbedingt. Wie soll denn das Baby eigentlich heißen, mein Junge? Darüber haben wir schon furchtbar gestritten, nicht, Buckley? Ja, aber nachdem wir das Telefonbuch und verschiedene Lexika gewälzt haben, da... Haben wir einen Haufen Namen, die uns beiden gefallen. Ja, komm, setz dich, Kay. Setz dich. Ja, falls es ein Junge werden sollte, dachten wir an Arthur. Arthur? Wer ist Arthur? Na, zum Beispiel MacArthur. Und Arthur Lorel, mein Arzt. Jedenfalls, uns gefällt der Name Arthur. Ja, und dann sind wir auch für Eduard. Nein, nein, Kind, das finde ich scheußlich. Und wisst ihr, woran wir auch noch gedacht haben? An Michael. Ein schöner Name. Nein, nein, Buckley, nur nicht Michael. Wir hatten in der Schule einen Michael, der schielte. Ach, Elli, was heißt das denn? Wenn dein Michael schielte, damit ist doch nicht gesagt, dass alle Michaels schielen müssen. Ich habe einen Lieblingsnamen, seitdem ich gelesen habe. Madame Bovary von Flaubert. Leon. Leo. Ein furchtbar netter junger Mann. Nein, aber Emil, ich finde, da liegt alles drin. Wie gefällt dir Emil, Kay? Ach, weißt du... Aber Elli, du hast doch gehört, das haben sie alle schon hinter sich. Was kommen wir denn da noch mit unseren Vorschlägen? Ich muss sagen, ich finde die Namen alle wunderbar. Eduard, Michael, Arthur, alles wunderbare Namen. Aber wir müssen darauf achten, dass die Namen auch zueinander passen. Arthur Dunstan, das klingt nicht sehr vorteilhaft, oder? Stanley, wer die Wahl hat, hat die Qual. Da müssen wir Ihnen helfen. Aber wenn ich mal unterbrechen darf, ich finde, ihr geht ganz falsch vor. Ich finde, man sollte einen Namen aus der Familie nehmen. Sehr richtig. Und der erste Junge bekommt doch im Allgemeinen den Namen des Großvaters väterlicherseits, oh, nicht? Nein, 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 Doris, das meine ich ja nicht. Nein, ich dachte mir an meinen Urgroßvater, Maxim. Oder etwa an Onkel Bonifatius. Also, wenn wir einen Namen aus der Familie nehmen, warum da nicht Stanley? Stanley Dunstan, da wären doch alle zufriedengestellt. Davon haben wir auch schon gesprochen, aber... Oh, nein. Nein, ich finde, zwei Stanleys in der Familie ist übertrieben. Ja, das stimmt. Aber wie wäre denn Cornelius? Haben wir auch in der Familie. Ja, und dann noch Gregor und Sixtus und David. Ich habe auch ein paar wundervolle Namen in meiner Familie. Emanuel und Fridolin. Fridolin, das ist reizend. Das ist genau der richtige Name. Fridolin. Aber wir reden nur von Knabennamen. Wenn es nun ein Mädchen wird, wir brauchen einen Mädchennamen. Nur keine Angst, das wird kein Mädchen. Die Dunstans kriegen immer Jungs. Das heißt keine Angst. Ich hoffe, dass es ein Mädchen wird. Das wünsche ich mir. Wo willst du hin, Liebling? Ach, ich werde schon gehen und abwaschen. Kommt gar nicht in Frage, das mache ich. Nein, bitte lass mich gehen und... Du tust zu viel, Kay. Du brauchst viel Ruhe und ich... Ach, das will ich nicht sagen. Etwas Beschäftigung tut ihr gut. Nein, nein, sie braucht ein Mädchen. Ich bin gerne... Das heißt, wenn sie sich schlecht fühlt, muss sie sich hinlegen. Schuld ist nur der junge Arzt, auf den sie sich kapriziert. Wie oft habe ich ihr nicht unseren Hausarzt empfohlen? Und wie oft habe ich ihr gesagt, sie soll bei Dr. Arzt sein? Oh Gott, was habt ihr nur immer mit meinem Arzt? Ich sage euch, der ist fabelhaft, der Mann. Und ihr sagt, ich soll ja nicht auf euch... Es scheint sich bei euch noch nicht herumgesprochen zu haben, dass das mein Baby ist. Meins und Buckleys. Ihr tut ja, als wenn. Wenn man euch reden hörte, dann... Ich will euch was sagen. Ich werde es mit meinem Baby so halten, wie ich will, oder? Oder... Nachdem es uns nun gelungen ist, sie hysterisch zu machen, können wir ja beruhigt nach Hause gehen. Das ist nur diese Reizbarkeit. Wo sind deine Sachen? Im Schlafzimmer. Ich hole sie dir. Komm, Doris. Paps? Ja? Wir wollen gehen, Kätzchen. Nein, bitte komm rein, Paps. Geh nur rein. Ich bring das schon hin. Oh. Oh, Paps, ich weiß, ich habe mich schrecklich aufgeführt. Die werden mir das nie verzeihen. Unsinn, Kätzchen. Was heißt denn verzeihen? Wir waren schuld daran. Nein, du warst nicht schuld. Du hast dich ja nicht eingemischt. Aber die anderen. Vater und Mutter Dunstan. Und Mams. Ich arbeite zu viel, ich arbeite zu wenig. Die wollen einen Jungen, Mams ein Mädchen. Einerlei, was es nun wird. Einer von ihnen ist unzufrieden. Ja, Kätzchen, da gibt's nur eins. Du musst eben sehen, dass du ein Zwillingspärchen zur Welt bringst. Ein Glück, dass ich dich habe, Paps. Du hast doch noch etwas verstanden. Oh, nein, nein. Ich bin nicht besser als die anderen auch. Aber ich will dir was sagen. Das soll nicht wieder vorkommen, dass wir so angeben und dich überfahren mit so einem Palaver. Oh, danke, Paps. Nun ruhst du dich schön aus, Kätzchen, und von jetzt an geht alles, wie du willst. Ja, und nicht wahr, Paps? Du wirst es nicht dulden, dass sie über Dr. Lorel herfallen. Wie meinst du das?
Ach, die Dunstans, die wollen zu ihm gehen und ihn ins Verhör nehmen. Nicht, Papst, das wirst du doch nicht zulassen, ach, nicht? Ach, was, das werde ich Ihnen schon ausreden. Er ist dein Hausarzt. Du hast Vertrauen zu ihm, er hat Vertrauen zu dir. Das ist unverantwortlich, dich unsicher zu machen. Danke, Papst. Ich sehe ein, dass Sie nichts dafür können. Weißt du, es ist nur, Sie verstehen nicht die ganze Art, wie wir die Dinge heute sehen. Aber wie Dr. Lorel so schön sagt, schließlich ist doch die Mutterschaft etwas ganz Naturhaftes. Etwas sehr, sehr Schönes, nicht? Dessen müsste man sich jederzeit bewusst sein, sodass einem nicht das Mindeste davon entgeht. Nicht das er predigt Mindeste? Mir immer, ich soll nicht vergessen, was dieses Erlebnis für eine Frau bedeutet. Ja, und noch etwas. Er behauptet, die Mutter dürfte nicht einen Moment von dem Kind getrennt werden, nachdem es geboren ist. Sie sollte sich nicht so verwöhnen lassen, wie man das heute macht in den meisten Kliniken, sondern es gleich mitnehmen. Nicht so verwöhnen sie sollte es von Anfang an bei sich behalten, im selben Zimmer. Ist ja ganz was Neues, hm? Nein, Papst, das ist nicht neu. Primitive Frauen haben das immer getan. Dr. Lorel hat das gründlich studiert und er sagt, zum Beispiel da oben am Nordpol, die Eskimo-Weiber, die trennen sich nie von ihren Babys. Die tragen sie ununterbrochen auf dem Rücken während der ersten zwei Jahre, die Eskimos. Er sagt, das wäre wunderbar für die Babys. Und wenn es nach ihm ginge, würde er dafür sorgen, dass alle Mütter es so machen. Er sagt, man solle auch dann die Kinder auf dem Rücken tragen, wenn man die Hausarbeit verrichtet. Und wenn sie Hunger kriegen, dann werden sie ihm hervorgeholt und gefüttert und dann werden sie wieder umgehängt. Er sagt, das gibt den Babys ein wunderbares Gefühl von Sicherheit. Hm. Du, Kätzchen, bist du auch sicher, dass dieser Dr. Lorel nicht etwa, ich meine... Oh, Papst, nun gehst du auch noch gegen ihn los? Nicht, natürlich nicht. Dr. Lorel ist ein fabelhafter Kerl. Er ist eine Kapazität auf seinem Gebiet und dabei wirklich ein fabelhafter Kerl. Ah, ja, mein Schatz, natürlich. Ich danke dir, Papst. Natürlich. So, nun gehst du aber schlafen. Ja, ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Papst. Kätzchen. Gute Nacht. Dr. Lorel wird gleich kommen. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Nein, Stanley, ich finde das nicht richtig. Ich denke, wir haben gestern Abend mit Dunstans ausdrücklich abgemacht, dass wir uns in keiner Weise mehr einmischen wollen. Ich will nicht, dass meine Tochter wie ein Eskimo-Weib herumläuft, dass seine Brut auf dem Buckel trägt. Aber das hat er doch nur bildlich gemeint und nicht wörtlich, Stanley. Ich will Gewissheit. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Freut mich sehr, dass Sie kommen. Nun kenne ich die ganze Familie. Herr und Frau Dunstan Senior waren eben auch hier. Ach, es war? Ja, Sie waren etwas ängstlich. Sie dachten, die junge Frau arbeitet zu viel. Ich habe Ihnen erklärt, dass sie ganz in Ordnung ist. Sie können stolz sein auf Ihre Tochter, Herr Banks. Danke. Nehmen Sie doch Platz. Bitte, Gnifer. Danke. Bitte. So. Und was haben Sie auf dem Herzen? Och, es ist weiter nichts. Bloß meine Frau ist auch etwas besorgt. Ja, na, Sie wissen ja, wie Mütter sind unter den Umständen. Einzige Tochter und wie das dann so ist. Und da dachte ich mir, das Beste ist, ich bringe Sie mal her, dass sie sich mit Ihnen ausspricht. Das finde ich sehr vernünftig. Was bedrückt Sie denn besonders, Gnefrau? Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was... Ja, sie weiß gar nicht, wie sie sich dazu stellen soll, nicht? Ja, es bedrückt Sie, dass dieser Vorgang so naturhaft ist, nicht wahr? Ich bemühe mich, Ihre Tochter alle Angst zu nehmen. Denn schon die Angst vor Schmerzen kann Schmerzen hervorrufen. Aber... wenn sie versteht, was in ihr vorgeht, und wenn sie Vertrauen zu mir hat, wenn sie weiß, dass ich für sie da bin und ihr helfe, sobald sie Hilfe braucht, dieses Vertrauensverhältnis, das ist doch das Wichtigste, nicht? Ganz recht. Und wenn es vorüber ist, dann bleibt das Kind bei seiner Mutter. Ich wirke bei meinen Müttern darauf hin, dass sie die Säuglinge selbst versorgen. Sie nähren sie selbst, baden sie selbst und behalten sie bei sich, statt sie einer Kinderschwester anzuvertrauen. Ja, ich weiß, das ist viel verlangt von ihrer Tochter. Das ist eine schwere Aufgabe. Aber glauben Sie mir, die Mühe macht sich bezahlt. An dem Kind wie an der Mutter. Na siehst du, Ellie, habe ich doch gesagt. Da hast du dich wieder mal umsonst aufgeregt. Danke, Doktor. War nett von Ihnen, dass Sie sich uns gewidmet haben. Ist ja zu meinem Vorteil. Wenn ich Sie für mich habe, geht alles schon viel leichter. Glauben Sie mir. Ja, und wir sind durchaus für Sie. Ich danke Ihnen vielmals, Doktor. Wir haben volles Vertrauen zu Ihnen, Dr. Lorel. Hat mich wirklich sehr gefreut. Komm, Ellie, komm, nicht den Doktor aufhalten. Komm, auf Wiedersehen. Während der nächsten zwei Monate ging es ganz friedlich zu. Zu friedlich. Ich hätte mir sagen sollen, dass es die Ruhe vor dem Sturm war. Ellie, Telefon läuft. Hallo? Buckley, weißt du, wie spät es ist? Es ist 3:15.
Oh, das tut mir leid, Stanley, das hätte ich nicht gedacht. Sag mal, ist Kay da? Kay? Nein, die ist natürlich nicht hier. Wieso soll Kay? Hallo, hallo. Buckley, hallo. Ich spreche unten weiter. Augenblick. Hallo? Ja? Wieso fragst du nach Kay? Oh, ich hab gedacht, wenn sie da ist, dann komme ich und hol sie ab, wenn sie da ist. Wieso? Seit wann ist sie denn weg? Keine Ahnung, Stanley. Ich war ein paar Stunden fort. Ich komme eben nach Hause. Habt ihr euch verkracht? Habt ihr euch verkracht? Nein, wir hatten nur eine Debatte, kleine Debatte. Du, Stan, wenn Kay was passiert, dann bringe ich mich um. Nicht nötig, das tue ich dann schon. Hast du nachgeguckt, was sie mitgenommen hat? Ja, zwei Handkoffer, ihren Schirm, die Handtasche, Zahnbürste. Na, dann wird's ja halb so wild sein. Um ins Wasser zu gehen, braucht sie keine Zahnbürste. Hast du schon bei euren Bekannten rumgefragt? Na, dann mal schleunigst. Ja, ich komme sofort. Was Neues? Nein. Hast du rumgefragt? Ja, bei all unseren Freunden und Bekannten in den Hotels und... Ich halte das nicht mehr aus, denn ich rufe jetzt die Polizei an. Nein. Das kannst du immer noch tun. Wir wollen mal sehen, ob wir das nicht rauskriegen. Ist sie mit dem Wagen weg? Nein. Ob da so spät noch ein Bus verkehrt? Mhm. Ob ein Bekannter sie gefahren hat? Hab doch alle gefragt. Welche Nummer hat der Taxiruf? Phoebus 61088. Aber das hat ja keinen Zweck. Die haben mir eben gesagt, Auskünfte geben sie bloß der Polizei. Phoebus 61088. Die sagen, da wäre eine besondere Verordnung nötig, weil zu viele Frauen ihren Männern durchbrennen. Hat sie viel Geld bei sich? Das glaube ich kaum. Wenn sie was mit hat, verliert sie es meistens. Ist sie dir schon mal weggelaufen? Na, ich muss doch sehr bitten. Oh, komm, mein Junge, mach keinen Quatsch. Ich bin auch verheiratet. Ist sowas schon öfters passiert? Nein. Nur, dass sie mich ein paar Mal ausgesperrt hat, sonst nichts. Hallo? Hallo, ist da der Taxiruf? Sagen Sie, ich weiß, Sie geben an sich keine Auskünfte, aber ich möchte Sie sehr bitten, mir doch zu helfen. Haben Sie vorhin jemand von Adamstraße 324 gefahren? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kann keine Auskunft geben. Ja, schon. Das heißt, hier spricht nicht der Ehemann, sondern ich bin Ihr Vater. Ja, und sehen Sie, sie ist nämlich, sie erwartet ein Kind. Ja. Und Sie wissen ja, wie die Frauen dann sind. Dann kriegen Sie auf einmal einen Klaps. Ich wäre Ihnen wirklich herzlich dankbar, wenn Sie mir helfen würden. Ja. Ja, da war eine Fuhre. Und wohin? Oh, danke. Danke, das werden wir Ihnen nie vergessen. Wo ist sie hin? Heim. Heim? Heim? Was heißt Heim? Hier ist ja Heim. Entschuldige, ich meine zu mir nach Hause. Komm. Ich warte hier. Du willst sie doch wieder haben, nicht wahr? Natürlich. Na, dann komm und hol sie dir. Punkt 1 der Gebrauchsanweisung. Du kannst deiner Frau, die etwas auf sich hält, nicht zumuten, dass sie von selbst zurückkommt. Also bitte. Und darf man fragen, weswegen ihr euch verkracht habt? Ach, reden wir lieber nicht davon. Wie du willst. Ich muss sagen, ein Temperament hat deine Tochter, das ist ja furchtbar. Entschuldige bitte. Weswegen wir uns streiten? Weil sie noch ein Kind ist. Ein verwöhntes Girl, jawohl, das muss mal gesagt werden. Man müsste ihr beibringen, dass sie nicht gleich zu ihrem Vater läuft, wenn nicht alles so geht, wie sie es sich denkt. Was soll ich dagegen machen? Packen und ausziehen?
Tag, Paps. Tag. Hast du einen Schlüssel vergessen? Warum klingelst du nicht? Ach, ich... Ich wollte Mams nicht aufwecken. Das macht nichts. Der Doktor sagt, ich soll viel bei frischer Luft schlafen. Wird er ja heute zufrieden sein mit dir. Komm rein. Nein, warte. Erst muss ich dir etwas sagen, Paps. Ich habe ihn verlassen. Für immer verlassen. Ich möchte, dass du es Mams beibringst. Sie soll sich nicht aufregen. Das nützt doch nichts. Das ist aus für alle Zeit. Ach, reden wir lieber nicht davon. Wie du willst, Kätzchen. Alles, wie du willst, mein Liebling. Aber jetzt komm rein. Ich mache dir dein Zimmer fertig. Ach, Paps, dass das so enden musste. Ich habe mich doch so auf das Kind gefreut. Ich war munter und alle waren so lieb zu mir. Es dauert zu lang, das ist es. Der Weg dahin ist zu lang. Ich bin so hässlich jetzt. So unbeholfen. Aber Kätzchen, wie kannst du sowas sagen? Du weißt doch ganz gut, dass du jetzt eine ganz besondere Art von Schönheit besitzt. Ach, ich weiß, wie ich aussehe. Und ich bin so langweilig und fade. Ich kann mich nicht mehr nützlich machen im Haushalt. Jetzt, wo ich ihn so brauche, muss ich weg von ihm. Denn er liebt mich nicht mehr. Wie kommst du denn auf den Gedanken, Liebling? Er liebt dich mehr als je. Er ist ganz unglücklich. Er sagte mir eben, wenn dir was zustößt, wird er sich das Leben nehmen. Was soll das heißen? Hat er angerufen? Er wartet drinnen im Zimmer. Da bist du ja informiert. Er sagte nur, ihr hättet eine Debatte gehabt. Eine Debatte? So nennt man das. Soll ich dir sagen, was es ist? Er liebt eine andere Frau. Er muss eine Geliebte haben. Er fährt jeden Abend noch mal in die Stadt und erzählt mir, er müsste noch arbeiten. Aber das ist nicht wahr. Wenn ich im Büro anrufe, ist er nicht da. Er liebt eine andere Frau. Oh, Kätzchen, nicht weinen. Wir reden morgen darüber. Ja, jetzt musst du dich ausruhen. Warte, ich schicke ihn weg. Sie ist da, hat hier geschlafen. Aber es ist besser, wenn du sie jetzt in Ruhe lässt, in der Verfassung. Dann weißt du also, was es war? Ja. Und ich sage dir, es ist nur Einbildung von ihr. Ein falscher Verdacht. Es ist nicht wahr, glaub es mir. Ich habe abends gearbeitet. Denn schließlich erwarten wir ein Baby. Man hat doch eine Verantwortung. Sie sagt, sie hat zweimal angerufen und es hat niemand geantwortet. Aber dann muss sie eine falsche Nummer gewählt haben oder ich bin gerade mal aus dem Zimmer gewesen. Das habe ich ihr eingehend erklärt. Doch sie glaubt mir ja nicht. Aber darüber kann man sich mit ihr in ihrem Zustand doch nicht streiten. Dafür ist sie jetzt viel zu reizbar. Ich bin auch reizbar in diesem Zustand. Ich habe übrigens Mitarbeiter, die bezeugen könnten, dass ich... Aber ich sage mir, wenn sie mir nun mal nicht glauben will, dass ich schufte wie ein Wahnsinniger, Nacht für sie und das Baby. Wenn sie mir das nicht aufs Wort glaubt, dann ist eben Hopfen und Malz verloren. Fertig, aus, fertig, nun ja, aus! Nun wart mal ab, wir werden das erstmal überschlafen. Nein, von mir aus ist der Fall erledigt. Ich bestelle mir eine Taxe und fahre heim. Nein, ich bringe Kay in ihr Zimmer, dann fahre ich dich nach Hause. Danke, aber ich nehme lieber ein Taxi. Wie du willst. Er fährt nach Hause. Streitet wohl alles ab, ja? Hat alles zwei Seiten. Papst, du glaubst ihm doch nicht? Ich kann dir nur sagen, er muss dich sehr lieb haben. Das ist nicht wahr. Wenn er mich liebte, dann würde er nicht so an mir handeln. Hätte ich ihn bloß nicht genommen. Ja, das hättest du dir früher überlegt. Komm rein, jetzt musst du aber endlich schlafen. Na, komm schon. Bitte um Entschuldigung, aber... Aber das Telefon ist nicht in Ordnung. Was? Ist ja ulkig. Ah,
Hallo, hallo, Amt. Bring ihn nur heim, Paps. Ich werde schon allein fertig. Hallo, Amt, Amt. Du darfst doch keine Koffer tragen. Weißt du doch. Ich trage sie dir rauf. Wir brauchen keine Hilfe. Nicht wahr, Vater? Nein, 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 nein. Gib her, das trage ich doch. Sag mal, ist hier unten nicht vielleicht eine Schlafgelegenheit für Sie? Vielleicht im Wohnzimmer? Die Couch im Wohnzimmer kann sie ja mal probieren. Mir ist sie zu hart. Du sollst doch das Treppensteigen vermeiden, sagt der Doktor. Und noch etwas. Sie muss vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinken. Das vergisst sie immer. Könntest du sie nicht daran erinnern? Mal sehen. Und die Spaziergänge. Der Doktor sagt, sie soll täglich 2-3 Stunden gehen. Eine morgens, eine nachmittags und abends möglichst noch eine. Und ins Bett soll sie spätestens 9.30 Uhr. Ich werde es mir merken. Und die Kalktabletten. Hast du die Kalktabletten? Die habe ich vergessen. Ich fahre hin und hole sie dir. Die brauche ich doch erst morgen. Ich gebe sie deinem Vater mit, wenn er mich nach Hause bringt. Geh, deine nein, Schuhe. Bitte, Buckley. Bitte nicht. Nein, nein, das kannst du jetzt nicht. Oh, Buckley. Buckley, was ist das bloß mit uns? Hast du nicht gehört? Wir kriegen ein Baby. Aufstehen. Na komm, du alte Schlafmütze. Die Tage vergingen und nichts geschah. Die Spannung stieg. Buckley beobachtete Kay, als wäre sie eine Zeitbombe. Das ist für uns. Kay, hast du Schmerzen? Oh, ich Idiot. Ich habe die ganze Zeit ein Herz in der Hand gehabt. Oh, Kinder, wo habe ich bloß meine Gedanken? Es wurde November und das große Ereignis kam immer näher. Wir warteten mit angehaltenem Atem. Telefon? Nein, nein. Ich werde noch etwas an die frische Luft gehen. Stanley? Ja? Wenn du schon gehst, würdest du das für Kay mitnehmen? Hey, wer sagt, dass ich zu Kay gehe? Ellie ließ sich nie was vormachen. Aber vielleicht Kay. Stanley, das ist Nam, mein Junge. Komm rein. Nam, Paps. Kay. Schönen Abend, was, diese Sterne? Mama schickt mich mit diesem Päckchen. Oh, danke. Du darfst es sofort aufmachen, wenn auch Männer dabei sind. Gib mir deinen Überzieher. Oh, nein, nein, das mache ich schon selbst. Nein, warte, ich helfe dir. So. Danke. Bin froh, dass du kommst, Stanley. Sie ist furchtbar runter. Was, nicht in Ordnung? Nein, 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 sie ist nur nervös. Red ihr mal gut zu. Oh, wie reizend. Was ist es denn? Ein süßes Bettjäckchen. Ach, ist das reizend. Oh. Na, damit kannst du ja Start machen, wenn du in der Klinik bist. Ja, ich packe es gleich ein. K,
Okay, jetzt, wo dein Vater da ist, könnte ich mir vielleicht eine Schachtel Zigaretten holen, ja? Du hast doch noch Zeit, oder? Ein paar Minuten kann ich schon rausfinden. Bin gleich wieder da. Gebt Acht, dass nichts anbrennt. Du siehst blendend aus, Kay. Ich fühle mich auch sehr wohl. Ich schon, aber Buckley, du musst ihm mal gut zureden. Papse ist so kribbelig. Warum ist er denn kribbelig? Warum? Hat wohl Angst, es würde was schief gehen. Oh, das verstehe ich nicht. Natürlich, keiner kann sagen, ob das nun sehr einfachfühlig wird oder weniger einfach. Aber ich weiß genau, wenn die Zeit kommt, dann wirst du einen Mut haben und eine Stärke, die dir sonst niemand zutraut. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und was soll denn schon schiefgehen? Seit Hunderten von Jahren arbeitet die Wissenschaft dafür, dass du mit deinem Baby ungefährdet bleibst. Da geht nichts schief, das weißt du so gut wie ich. Ja. Oh, Paps, ich wollte, es wäre erst vorüber. Bald ist es überstanden. Glaub mir, Kätzchen, wenn du dann dein Baby in den Arm nimmst, weißt du, wozu du das durchgemacht hast. Ich denke gerade daran, wie du mich als Kind überredet hast, zum Zahnarzt zu gehen. Abends legten wir unsere Sachen so hin, dass wir sie sofort greifen konnten. Wie die Männer von der Feuerwehr. Jetzt muss es aber wirklich bald soweit sein. Das glaube ich auch, im Laufe der nächsten 2-3 Wochen. 2-3 Wochen? Da soll dies Leben noch 2-3 Wochen so weitergehen? Hallo? Entschuldigt die Störung, aber ich habe sie in die Klinik gebracht. Nein, ich weiß noch nichts. Der Arzt ist jetzt bei ihr. Wir kommen! Das geht doch nicht. Du musst dich richtig anziehen. Wir wissen noch nicht, wie lange wir da sind. Und nimm den Rasierapparat mit. Rasierapparat? Ja, den elektrischen. Dann kommst du wenigstens nicht in Verlegenheit. Und ein frisches Hemd. Und weck Tommy bitte. Und schick ein Telegramm an Ben. Kannst es hier telefonisch aufgeben. Da fällt mir ein, ich muss Rosalie sagen, dass sie ein kräftiges Frühstück macht, falls das Kind bis dahin da ist. Beeil dich, Stan. Wo bleibst du denn? Ich habe mir was angezogen. Ich muss mir doch schließlich was anziehen. Nein, lass mich fahren. Wenn wir nichts schnell machen, ist das Baby da, bevor wir da sind. Also nun halt mich nicht auf. Ich fürchte, wir kommen in eine andere Klinik, wenn du fährst. Na, na, nicht so wild, Ellie. Hier sind wir doch in der Stadt. Geht es nicht etwas langsamer, Ellie? Ellie, um Himmels Willen! Ich hatte doch Vorfahrt! Guck gefälligst nach vorn, ja? Stan, deine Krawatte ist verrutscht. Ellie, Achtung! Komm, Ellie, wir stoppen hier und dann fahre ich. Komm, Stanley, sei doch vorsichtig! Au, au, Ellie, das geht nicht mehr, da kommt ein Zug. Ruhe bitte, du machst mich nervös, du machst mich nervös. Weißt du, was du da machst, Ellie? Du übertrittst sämtliche 10 Gebote. Du überholst auf der falschen Seite, fährst weiter bei rotem Licht und überschreitest am laufenden Band. Ja, aber das ist ein Fall von Notstand. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Sehnsucht nach einer Verkehrsstreife. Du packst den Wagen, ja? Kay! Ja, was ist denn passiert? Was ist? Nichts ist passiert. Es war falscher Alarm. Es tut mir leid, dass wir euch vergebens geweckt haben. Ach, das macht nichts, das macht nichts, das macht fast gar nichts. Gute Nacht, Liebling.
Gute Nacht, Kätzchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Entschuldigt. Ist das Ihr Wagen, der Graue, da drüben? Jawohl, ja. Sind wir nicht richtig gefahren? Gefahren schon, meine Dame. Aber falsch geparkt haben Sie. Nach weiteren 8 Tagen wurde mir die ständige Hochspannung unerträglich. Ich nahm ein Schlafmittel. Hallo, ja, wir kommen. Was? Es ist schon da, es ist ein Junge. Ja, er kam vor einer Stunde. Hä? Okay, geht's blendend. Der Arzt sagt, es wäre ein idealer Fall. Ja. Na, wunderbar. Wunderbar. Grüße von uns. Herzlichen Glückwunsch. Elli? Erinnere mich morgen früh daran, dass ich dir was sagen muss. Gut. Was musst du mir sagen? Was ist los? Stanley, wach auf! Wach aus damit! Ist das was mit Kay? Stanley! Es ist ein Junge. Oh, Stanley, ist das eine Freude! Ein Junge! Waren die nun verrückt oder ich? Ich fand, er sah aus wie ein alter Bankier. Fehlte nur die Melone. Auf Wiedersehen, bis nachher. Oh, schau nur, wie er lächelt. Putzi, ach, ist er nicht reizend und diese Ähnlichkeit. Ja, ganz Kay. Ganz Kay? Nein, Elli, da irrst du dich. Das ist ein Dunstan durch und durch. Wie soll es denn nun heißen? Es? Du meinst wohl er, Tim. Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, dachten Sie an Herbert. Ja, mir ist auch so. Ach, Herbert, ist das nicht wundervoll? Stan, es wird ja hoffentlich nichts ausmachen. Du bist ja der mütterliche Großvater, nicht? Oh, oder nein, nein, durchaus nicht. Nein, ich finde, Herbert ist gerade der richtige Name für ihn. Oh, ich will nicht sagen, dass... Ich gebe ja zu, als Kay ihn mit nach Hause brachte, sah er schon besser aus. Ja, ich. Gut. Nun schaut die doch nur an. Gott, ist das süß, das Kind. Hat ihn denn so schön Tilde halten? Wann wollt ihr ihn denn taufen lassen? Erst im nächsten Frühling. Wir warten auf Pastor Galsworthy. Komm, Pops, jetzt machen wir ein Bild mit dir und dem Baby. Oh, nein. Doch, Stan, jetzt bist du an der Reihe. Komm schon, alter Junge. Oh, bitte, Pops. Komm, mir zuliebe. Ich muss ein Bild von euch beiden haben. Ja, wir setzen ihn hier her. Na, und was sagst du dazu? Ist es dir denn recht so? Er lächelt dir zu schnell, Stan. Oh, einen Moment. Halt dich an, halt dich an. Das werden wir gleich haben. Oh, ich muss hier noch, warte mal. Na schön. Komm, mein Süßes. So. Oh, nein, nicht auf den Schoß. Halt du ihn nur. Na, nun lach ihn mal an, den Großvater. Siehst du, das habe ich gewusst. Ich sag ja, es geht nicht. Dreh ihn rum, dreh ihn doch rum, damit er sein Gesicht sieht. Ja. Oh, komm, noch mehr. So schön, sehr schön, ja. Seht ihr, ich sag's ja. Da. Hier, ich hab's ja gewusst, ich sag's ja. Kätzchen, bitte, bitte nimm ihn. Liebling, was hast du denn nur? Du meine Güte, was hast du ihm getan? Na, hör mal, gar nichts habe ich ihm getan. Er ist sicher müde. Es ist auch Zeit, dass wir gehen. Übrigens, Stan, ich habe was für dich. Ein Bildbericht über das Baby vom Tag der Geburt an. Hier, guck doch mal. Und hier, warte. Hier, am dritten Tag. Und hier. Seltsam, wie er sich von Tag zu Tag verändert. Mir gegenüber nicht. Kommst du, Liebster? Hier, kannst du behalten und deinen Freunden zeigen, ja? Also auf Wiedersehen, Elli. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Stan. Du tut Acht eben auf unseren Dosenbuben. Komm, Doris. Opa möchte einen Dosen-Snaps. Paps? Ja, Kätzchen? Kann
kannst jetzt kommen, er ist ganz brav. Nö, Kätzchen, das hat doch keinen Papst, Sinn. Papst, das hat doch nichts mit dir zu tun. Das war doch nur, weil ihm zu viele Leute dabei waren. Das hat er nicht gern. Komm nur. Na nun, lach mal. So. Komm nur rein. Jetzt sind wir wieder ganz friedlich. Jetzt haben wir keine Angst mehr, nicht, Herzchen? Schau mal, den netten Mann da. Nun zeig mal, dass du ein ganz braver Junge bist. Und lach mal schön. Guck mal, wer dich da besucht. Wer ist das, hm? Na? Wer ist das? Ist das dein Großvater? Ja? Oh, Herzchen, du bist ja schrecklich. Was ist denn? Was ist denn passiert? Nichts. Nur der hat's auf mich abgesehen, der Bursche. Merkwürdig, ist doch so ein liebes Baby. Der Doktor sagt, er hat noch nie ein Baby gesehen, das so lieb ist. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Es kann auch nicht sein, weil du ein Mann bist, Sir Herbert. Das ist ja doch ganz liebenswürdig. Papst! Los, komm, wir ergreifen die Flucht. Komm, Ellie. Papst! Wir kommen, um uns zu entschuldigen. Es tut uns furchtbar leid, dass wir so gereizt waren und so unhöflich. Na nun, sag schon, dass du es ihm nicht übel nimmst, Papst. Oh, komm, mein Herr, sei mal brav und sag deinem Großvater, wie lieb du ihn hast. Ach, bist du ein Bär. Oh, ja, Herzchen, ihr geht ja schon, ihr geht schon, ihr Mann. Dies Geschrei. Weißt du, was es sein könnte? Deine Fliege. Wenn du sie abbinden würdest? Nein, Ellie, ich werde meine Fliege nicht abbinden. Diese Fliege ist meine Lieblingsfliege, ein Geschenk von Tommy. Und es fällt mir nicht ein, sie abzubinden, nur weil der sie nicht ausstehen kann. Ach, Stanley, was redest du denn da? Er ist ein Baby, ein unschuldiges Baby. Er weiß nicht, was das ist, was ihn stört. Er ist kein unschuldiges Baby. Er ist ein Individuum mit Neigungen und Abneigungen. Ich kann ihm das Recht nicht absprechen, Neigungen und Abneigungen zu haben. Aber ich nehme dasselbe Recht für mich in Anspruch. Von da an machte ich einen großen Bogen um ihn. Wir standen miteinander auf Leben und Leben lassen, bis zu einem Wochenende im nächsten Frühling. Sie, wohnt hier Banks? Ja, wieso? Guten Abend. Abend. Danke. Danke auch. Guten Abend, Herr Banks. Also, bis morgen. Das war es, was ich immer befürchtet hatte. Er war eingedrungen in mein friedliches Heim. Na, Babs. Ah, Kätzchen. Du hast Besuch bekommen. Mhm. Hast du nichts dagegen, Babs, nicht wahr? Oh, nein, das finde ich falsch. Er ist so nett, Babs, wirklich. Es ist nur, ihr beide habt wohl mit dem linken Fuß angefangen, das muss es sein. Und da habe ich mir gedacht, wenn ihr ihn hier einmal allein betreut. Allein? Ja, Buckley und ich verreisen nämlich. Wir fahren nach Boston. Buckley hat in Boston eine Besprechung wegen der Patentbereifung, weißt du? Und er sagte, ich soll mitkommen, aber ich wollte nicht wegen des Babys. Aber Mom sagte, fahr nur, das ist kein Problem. Du musst ihn nur mal richtig kennenlernen, Papst, dann wirst du ihn auch lieb gewinnen, das ist keine Frage. Wenn er auch mal schlecht gelaunt ist, das... Oh, das ist mein Taxi, ich muss mich beeilen. Ja. Ach, und weißt du was, Papst, wenn er dich noch mal anplärt, dann gibst du mir eins hinten vor, und zwar feste. Das mache ich. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mom! Wiedersehen, mein Kind. Stanley, bist du das? Ja, das bin ich. Gut, dass du da bist. Ich habe eine große Überraschung für dich. Ja, ich weiß schon. Ist ja eine reizende Überraschung. Dann komm rauf und schau ihn dir an. Schnell. Wir sind natürlich noch nicht ganz eingerichtet. Ja. Und wo ist er, dass ich nicht drauf trete? In deiner Kommodenschublade. Was ist das? Das ist ja mein weißer Schal. Sag mal, was machst du mit meinem weißen... Na komm, komm mal her, komm. Du guck dir das an. Was hast du ihm getan? Was soll das? Lass meinen Schal auf. Ach, das macht nichts. Der ist sauber, der tut ihm nichts. Nicht wahr, der tut dir nichts, Mensch. Sag mal, muss das sein, dass er ausgerechnet in meiner Hemdenschublade sitzt? Die Hemden habe ich rausgetan, da liegen sie. Kannst sie wieder einpacken. Oh, mein Schnuckelchen. Ach, Sten, ist das ein wunderbares Gefühl, dass man wieder ein Baby auf dem Arm hat.
Wo ist denn mein Freund? Mein Schnuckelfreund. Die Hemden sehen ja schön aus. Und er wird in einem großen Zimmer schlafen. Soll er etwa hier schlafen? Nein, er kommt in Tommys Zimmer. Und wo soll Tommy hin? Im Wendzimmer. Ich will ihn nebenan haben, damit ich höre, wenn er schreit. Er ist ja an sich sehr still, aber ein fremdes Haus. Keine Mami, kein Papi, aber er wird ganz brav sein. Ja, das wird er. Schade, dass ich nicht mit zu Dixons gehen kann, aber du gehst ja auf alle Fälle. Ruth sagt, sie ist begeistert, dass sie dich zum Abendessen hat. Kommt nicht in Frage. Aber Stanley... Nein, nein, nein. Das sind nicht meine, sondern deine Freunde. Aber das ist doch lächerlich. Hier kannst du nichts essen. Ich habe einfach nichts da. Höchstens ein paar Eier, wenn du dir die in die Pfanne schlagen willst. Wo ist Rosalie? Rosalie macht Käsezimmer. So, und wer schläft im Käsezimmer? Du. Also, Ellie, nur hör mal. Das ist doch das ruhigste Zimmer im ganzen Haus. Da hörst du nichts von dem Baby. Ich habe Kay versprechen müssen, dass du nicht gestört wirst. Alles fertig, gnädige Frau. Ach, und Rosalie, hier die Fläschchen. Die können Sie noch auskochen, am besten im Weckapparat. Ich schon weiß, im Weckapparat. Ist wunderbar, dass wir wieder Baby in Hause haben, Herr Banks. Ja, ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Glänzt. So, mein Schätzchen, komm, mein Fröschlein. Die ganze Woche freue ich mich auf den Sonntag. Kein Wecker, kein Vorortzug, kein Büro, sondern mal richtig ausschlafen. Hm. Stanley, schau dir das nur mal an. Ist der nicht süß, der Junge? Wie spät ist es? Viertel vor sechs. Viertel vor sechs? Na, schlaf nur, Großpapa. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Oh, nein, nein, nein. Sonntagnachmittag wollte ich gern Golf spielen. Aber Ellie meinte, der Kleine und ich sollten uns aneinander gewöhnen. Nach einer halben Stunde war er glücklich eingeschlafen. Jungs, lass doch mal sein. Was soll denn die Balgerei? Jungs, hört auf, komm. Lass, pass bloß auf. Kommt mit rüber. Jetzt werde ich mal den Schiedsrichter machen.
Die waren nett, die Jungs. Es machte mir viel Spaß. Auf die Plätze, los! Ich danke euch. Du musst noch besser dribbeln lernen. Es war ein schönes Spiel. Ich überlegte, ob ich Ellie davon erzählen sollte oder lieber nicht. Sie würde wahrscheinlich sagen, ich wäre verrückt, dass ich mit einem Haufen fremder Kinder spiele. Denn ein mit unserem Kind. Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Plötzlich kam mir der Gedanke, Ellie könnte ihn vielleicht entdeckt und mitgenommen haben. Nach dem Baby. Wo ist es denn? Es müsste doch jetzt zu Hause sein. Nur keine Angst, fahr erst mit ihm aus. Also geht's ihm gut. Hey! Hey! Zur Polizei! Aber schnell! Na, wo ist er denn, du, du, du? Hallo, hallo, ist niemand da? Hallo, hallo, hallo! Herr Wachtmeister, hat hier vielleicht jemand ein Baby abgegeben? Ich habe eins verloren. Ist das Ihr Baby? Nein, 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 das Baby meiner Tochter. Ich bin der Großvater. Wo haben Sie es verloren? Im Park, an der Bank, es lag im Wagen. Ich bin einen Moment weggegangen und wie ich wiederkomme, ist es fort. Sie waren nur einen Moment weg. Vielleicht eine Minute, vielleicht fünf Minuten. Da waren ein paar Jungs, die spielten Fußball. Da habe ich einen Moment zugesehen. Da haben Sie das Kind vergessen? Ja, das habe ich für den Augenblick vergessen. So was nennt sich Großvater. So gehen Sie mit dem Kind um, das man Ihnen anvertraut? Sie haben wohl nicht alle Tassen im Schrank. Na, erlauben Sie mal, was sind das für Ausdrücke, ob ich die Tasse... Haben Sie nicht verstanden, Herr Wachtmeister? Ein Baby ist verloren. Ein kleines Baby ist verloren. Nun tun Sie doch gefälligst Ihre Pflicht und geben Sie es durch über den Rundfunk, übers Fernsehen. Oder geben Sie doch wenigstens eine Beschreibung durch von dem Baby. Das Baby ist fünf Monate, also sechs Monate und hat so ein weißes... Sie wissen ja, was so ein Baby trägt. Und hat es so eine kleine Zipfelmütze. So, und was hat es für Augen? Braune, braune, braun, blau, weiß ich nicht genau. Aber dass es ein Junge ist, das wissen Sie. Sie können mir sagen, was Sie wollen, Herr Wachtmeister. Das habe ich mir alles selbst schon gesagt. Aber zu Hause warten die jetzt auf das Baby und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich werde verrückt. Ich will ja alles gern tun. Eine Belohnung oder was Sie von mir wollen. Wenn Sie mir bloß helfen. Wir haben es schon bei uns in der Wachstube, das Baby. Na Gott sei Dank. Aber Sie sind nicht fünf Minuten weg gewesen, sondern 35, mein Herr. Ja, das ist wahr. Wo ist er? Da drin? Ja, halt einen Moment. Erst muss ich Ihre Aussage nachprüfen. Nein, nicht zu Hause anrufen. Bitte tun Sie das nicht. Bitte tun Sie das nicht. Sie können sich ja nicht vorstellen, was ich könnte meiner Tochter nicht mehr ins Auge sehen. Nein, bitte, bitte, Herr Wachtmeister, geben Sie mir das Kind. Ich bringe es auch sofort nach Hause, ohne Aufenthalt, auf Ihren Wort. Ich werde mal die Kameraden fragen. Die sind ganz verknallt in das Kind. Wenn sie den Eindruck haben, dass sie nicht nett zu ihm sind, werden sie einsperren. Na, aber so, jetzt wollen die ihn wiederhaben. Ich hatte Angst vor dem Moment, wo er mich sah. Wenn er anfing zu schreien, war ich erledigt. Ich sprach ein Stoßgebet. Bitte lass ihn nicht schreien. Bitte nur dies eine Mal, lass ihn nicht schreien. Komm, mein Sohn, wir gehen heim. Na komm, siehst du wohl. Siehst du wohl, ist doch mein Bester, ist doch mein Bester. Damit hatte er mein Herz gewonnen.
Endlich kam der Tag der Taufe. Da war er nun der Mittelpunkt der Welt. Aber ich konnte mir nicht helfen. Ich hatte das Gefühl, dass wir ihm Gewalt antaten, indem wir ihm, einem hilflosen Kind, den Namen Herbert anhängten. Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Himmelreich. Komisch. Wie hatte ich mich damals dagegen gewehrt, als Kay es uns ankündigte? Ich war wütend auf die beiden, weil sie mich zum Großvater machten. Es schien mir das Ende meines Lebens zu bedeuten. Jetzt konnte ich mir das Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Jetzt und immer da. Amen. Amen. Es nahte der große Augenblick. Wir betrachteten ihn mit angehaltenem Atem. Wie wird er sich benehmen? Wird er ängstlich sein, wenn der Pfarrer ihn auf die Arme nimmt? Wird er schreien? Nein, der nicht. Für ihn war der Pfarrer einfach ein neues Gesicht, das er entdecken musste. Der Name des Kindes? Stanley. Stanley Dunson, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir nehmen dieses Kind auf in die Gemeinschaft der christlichen Herde und zeichnen es mit dem Zeichen des Kreuzes. Stanley, mein Enkelkind, mein erstes Enkelkind.